Hier spricht der Super Recognizer. Hier kommt eine Shadow-gedroppte Spezialfolge Fritz und Stroh, die Fußballshow mit folgenden Themen. Davon muss ich mich jetzt erstmal erholen. Also, alles muss raus. Das ist das große Thema dieser Sondersendung. Tuchel muss raus, die DFL muss raus und in Bocholt muss die ganze Kabine raus. Also, wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Folge. Ihr hoffentlich auch. Also viel Spaß bei Fritz und Stroh, die Fußballshow. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr unsere Show unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr diesen Kanal hier abonniert, die Glocke einschaltet und fleißig kommentiert. Damit verpasst ihr demnächst nichts mehr und helft uns weiter zu wachsen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video und wenn es euch gefällt, dann gerne einen Daumen hoch geben. Hallo und herzlich willkommen. Max Fritsching. Das ist schon heftig. Michael Strohmeier. Jetzt bleib mal auf dem Teppich. Fritz und Stroh, die Fußballshow. Ja, hallo und herzlich willkommen. Kleine Überraschung, liebe Freunde. Da sind wir doch noch in dieser Fußballwoche für euch am Start mit einer, ja, sagen wir mal, ein bisschen verknappten Folge. Aber ja, es ist so viel passiert in den letzten Tagen, dass wir unseren leider krankheitsbedingten Ausfall am Wochenende dann doch noch kompensieren wollten an diesem Mittwoch, ne? Ja, wir sind wieder zurück. Comeback Stranger war ja schon einmal unser Motto und jetzt sind wir im Comeback nochmal zurückgekommen. Also, so lange waren wir jetzt nicht weg, ne? Also die paar Tage haben die Leute ja wohl überlebt. Übrigens natürlich auch heute wieder, ne? Sponsored und verpartnert. mit Matchday Nutrition hier an der Stelle gerne mal vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Und da könnt ihr euch unseren Rabatt sichern für Matchday Nutrition. Nahrungsergänzungsmittel für Sportler und auch für Podcaster, die beim Reden schwitzen. Ja, und vor allem für Fußballer, die beim Reden schwitzen. Fußballer, die beim Zocken schwitzen. Also beim Fußballspielen, da kenne ich einige von. Ja. Der Kader vom FC Bayern München gehörte in letzter Zeit nicht dazu. Boah, Breaking News. Ne? Da, also ich würde fast so transparent sagen, das war für uns der Grund, heute nochmal ans Mikrofon zu treten hier. Der FC Bayern hat bekannt gegeben, dass Thomas Tuchel spätestens, naja gut, spätestens haben sie nicht gesagt, aber ich sage mal spätestens im Sommer den Verein verlassen wird. Man sich darauf geeinigt hat, dass der Vertrag aufgelöst wird von ihm. Das heißt, er wurde heute gefeuert. Er wurde ja mit Kündigungsfrist quasi, ne? Also quasi, es hat sich mit Kündigungsfrist. Es hat sich ausgetuchelt beim FC Bayern München. Arbeitnehmerfreundlich vom FC Bayern, muss man sagen. Ja, jetzt hat er noch mal ein bisschen Zeit, sich einen neuen Job zu suchen. Ja, richtig. Anstatt, dass man ihn freistellt und einfach bezahlt für den Rest. Das ist sehr arbeitnehmerfreundlich. Ja. Jetzt muss er noch diesen Walk of Shame machen und mit der Truppe, die keinen Bock mehr auf ihn hat, sag ich jetzt einfach mal kategorisch. Ich sag mal so, als wär's so. Das ist ja, das machen ja, ich sag mal so, Sport-Content-Creator machen das ja so. Die Spieler haben keinen Bock mehr auf den Trainer. Das wird dann einfach so festgestellt. Und das ist auch so. Sie haben keinen Bock mehr auf den Trainer. Und mit denen muss er jetzt noch irgendwie den Rest der Saison verbringen. Und ja, also Stein des Anstoßes waren ja am Ende die beiden. Also die Niederlage in Leverkusen war schon ein erstes Aufhorchen, glaube ich, der sportlichen Verantwortlichen. Ja. Ja. Und dann kamen die Spiele gegen Bochum und Lazio Rom. Oh ja. Und ja, wirklich, wirklich desolat. Ne? Also Lazio war schon ganz Desolatio. Schlimm, muss man sagen. Desolatio. Aber gegen den VfL Bochum natürlich noch mal heftiger, weil der VfL Bochum ja natürlich nicht Champions League spielt.
ne, aber nicht auf dem Level von Lazio Rom ist, aber es trotzdem geschafft hat, den FC Bayern 3-2 zu schlagen an dem Sonntag. Nur als schon mal vorweggeschickt, also wir werden jetzt natürlich nicht den ganzen Spieltag hier nochmal besprechen, also wir suchen uns jetzt die 2-3 Highlights vom Spieltag raus, sodass wir da nochmal drauf eingehen und natürlich mit dem Aufhänger Rausschmiss Thomas Tuchel drüber reden und ja, also gerade gegen den VfL Bochum, also wirklich eine FC Bayern Mannschaft, die sich in einem Spiel gegen einen deutlich unterlegenen Gegner komplett hängen lässt. Ja, also es geht ja nicht nur um die Niederlage an sich. Also gegen Bochum verlieren tut natürlich schon weh. Man ist zwar an der Kastropper, es ist ja eine Festung, wie man weiß, aber trotzdem muss man als FC Bayern München mit dem Kader, wo, glaube ich, allein Harry Kane schon einen Marktwert hat, der doppelt so hoch ist wie der Kader, das sage ich jetzt einfach so, ich weiß nicht, wie der von VfL Bochum. Harry Kane hat ein höheres Monatsgehalt als generell in ganz Bochum eingenommen wird im Monat, glaube ich. Genau. Also alle Einwohner nicht der Stadt Bochum zusammen. Ja, also da muss man dann einfach gewinnen, aber die Art und Weise war wirklich sowas von fürchterlich. Du schaust dieses Spiel, du schaust diese Leute da über den Platz wirklich trotten. Das war, ich glaube, kurz vor Ende, da hat der FCB nochmal eine richtig starke Phase gehabt, auch durch die Hereinnahme von Mathis Tell, der für sehr viel Wirbel sorgt und gesorgt hat. Und dann hat der VfL Bochum den Ball in 16er Nähe und kann schalten und walten, wie es will. Kein Zugriff, also es ist ja nicht mal so, dass die sich besonders schnell durchkombiniert haben, sondern der Spieler hatte locker 5-6 Sekunden lang den Ball und 3 Bayern-Spieler gucken ihm dabei zu nach dem Motto, ja, was macht er denn jetzt? Ja, was hat er denn für eine Idee? Und daraus ist dann einfach auch nochmal eine Chance entstanden und das ist einfach, glaube ich, die Art und Weise, weswegen man als Außenstehender dann sagt, ja, also da spielt eine Mannschaft wirklich entweder gegen sich selbst oder, wie man so schön sagt, gegen den Trainer. Ja, ich habe das ja lange, lange Jahre immer bestritten, dass es das gibt, dass Mannschaften gegen den Trainer spielen, aber ich wurde Jahrelang habe ich mich dagegen gestellt. Muss ich ja sagen, inzwischen erkenne ich das auch an, es gibt durchaus Situationen, wo die Mannschaft gegen den Trainer spielt und das ist eindeutig. Also natürlich ist diese Mannschaft fußballerisch besser als das, was sie da darbietet. Und solche Auftritte sind nicht anders zu erklären. Die haben keinen Bock mehr, mit Thomas Tuchel zu arbeiten, gerade die Führungsspieler. Kimmich, guck dir an, wie angepisst der da auf der Bank saß. Also da wird ja auch die ganze Zeit schon eigentlich gesagt, dass der so gut wie gar kein Verhältnis zu Thomas Tuchel hat. Der von Thomas Tuchel ja auch komplett rasiert wurde, positionstechnisch anders eingeschätzt wurde, das Kapitänsamt nicht zugetraut wurde. Der wurde ja schon wirklich degradiert von Thomas Tuchel und der hat keinen Bock mehr. Da passt gar nichts mehr im Endeffekt. Thomas Tuchel hat eigentlich kaum noch Fürsprecher in der Mannschaft für sich. Und ja, ist im Endeffekt fast die logische Folge, die jetzt letztendlich daraus entstanden ist, dass die Mannschaft eben jetzt überhaupt keinen Bock mehr hatte. Ja, und das hast du dann ja nun mal auch gesehen in den letzten Zügen von Niko Kovac beim FCB, bei Julian Nagelsmann am Ende und jetzt auch bei Thomas Tuchel. Also Thomas Tuchel ist ja jemand, der hat eine Idee, der hat ein Konzept, aber der hat auch einen gewissen Anspruch an seine eigene Autorität. So, der will etwas tun und wenn jemand dann nicht tut, was er sagt oder dagegen schießt oder vielleicht auch in der Kabine für Stunk sorgt, dann reagiert er da sehr allergisch drauf. Da sagen die einen, ja, ist auch ein Exzentriker. Ich find's aber nachvollziehbar, da am Ende zu sagen, so, pass mal auf, so geht das hier nicht. So, ich bin hier verantwortlich dafür, ich möchte einen gewissen Fußball spielen. Danach richte ich mein Training aus und dafür brauche ich euch. Aber ihr macht es nicht, es funktioniert so nicht. Und dann sind es halt so Spieler wie Joshua Kimmich, der von sich selber ja sicherlich auch eine hohe Meinung hat und glaubt, dass seine Meinung ein hohes Gewicht hat, der sicherlich auch andere Spieler, und ich glaube, es sind dann viele deutsche Nationalspieler, um sich herum hat, die vielleicht ähnlich denken. Und meines Erachtens müsstest du bei der Mannschaft einfach mal feucht durchwischen. Ja, also da ist ein Umbruch vonnöten, hundertprozentig. Also ich glaube, da passt nichts mehr zusammen. Also Kimmich wird ja schon mit einem Abgang in Verbindung gebracht. PSG soll schon vorgefühlt haben. Kimmich, da soll er hin. Viel Spaß.
ob es PSG wird, weiß man nicht, ne? Aber Kimmich beschäftigt sich wohl schon aktiv mit einem Abgang. Mhm. Gut, wenn jetzt ein neuer Trainer kommt im Sommer, könnte ihn natürlich noch mal umstimmen, aber vielleicht ist er dann auch schon so weit, dass es ihm dann egal ist und er wirklich den FC Bayern verlässt. Aber dieser Kader ist nicht mehr homogen. Da gibt es halt ganz viele Spieler, die keinen Biss mehr haben, Spieler, die in den letzten Zügen ihrer Karriere sind, nicht mehr die Leistung zeigen. Und dann sind nur noch ganz wenige dazwischen, die gerade ihre Prime haben in ihrer Karriere. Und das reicht halt nicht mehr. Und dann hast du, glaube ich, auch was ganz Schlimmes in dem FC Bayern-Kader. Eine große Masse an Spielern, die nicht die Leistung bringen, für die man sie bezahlt. Also die richtig Kohle kassieren, richtig Geld gekostet haben, aber einfach nicht die Klasse haben, um das zu zeigen, was man dafür eigentlich zeigen müsste beim FC Bayern. Ja. Also man hat einfach falsch eingekauft auch die letzten Jahre. Guck dir Masraoui an. Ja, gut, der hat keine Ablöse gekostet, aber also ganz ehrlich, das ist kein Spieler vom Bayern-Format. Ja, spielt genauso aber Upamecano, aktuell trotzdem, ne? Besser als die anderen. Ja, also Upamecano, guck dir den an, der ist zweimal in einer Woche vom Platz geflogen. Was ist denn los mit dem Mann, ey? Ja, also, wobei man sagen muss, gegen Bochum, die Gelb-Rote, die war schon sehr unglücklich. Ja, gut, aber was macht er denn da? Mit seinen 8-Meter-Armen fliegt er da beide so durch den 16er. Sie gehen, ne? Also, sie gehen beide mit den Armen, da sind wir wieder bei dieser Toaster-Variante. Also, sie gehen ja beide mit den Armen zum Kopfball. Er ist halt der Größere, deswegen ist der andere mit seinem Gesicht in Armhöhe. Ja, haben wir schon mal drüber diskutiert. Ich finde die Regel ist so, wie sie ist und sie dient dem Schutz. Aber wenn jemand nicht aktiv wirklich mit dem Arm zum Gegner geht, sondern es aus der Sprungbewegung rausgeht, finde ich da eine gelbe Karte sehr, sehr hart und dementsprechend auch der Platzverweis. Für mich aber der große Umbruch nötig bei den Nationalspielern. Weil die einfach kein, also da ist entweder der Zenit erreicht worden und es wird nicht besser, oder die sind so satt, dass keine Veränderung mehr passiert. Also Gnabry, Sané, Goretzka, Kimmich. Das sind die vier für mich, ja. Das würde ich hundertprozentig unterschreiben, weil guck dir an, die haben Titel mit dem FC Bayern gewonnen, das stimmt schon. Aber rückblickend muss man sagen, das war nicht deren Hauptverdienst. Da waren dann schon die ausländischen Spieler beim FC Bayern dabei, die das zu einer wirklich guten Mannschaft gemacht haben. Weil guck dir die vier in der Nationalmannschaft an, das sind vier Gesichter, die für den Absturz des DFB in den letzten Jahren stehen. Aber zu 100%. Die alles gute Kicker mit viel Potenzial waren, ja, aber die keine Siegermentalität. Ja, kein Biss. Und keine Weiterentwicklung mehr. Also wenn ich überlege, ja, ich war ein Riesenfan, und also ich bin persönlich ein Riesenfan von Leon Goretzka als Mensch so, aber ich war auch ein Riesenfan von seiner Art zu spielen, diese Wuchtigkeit, diese Präsenz, und davon sieht man nichts mehr. Nee, vor drei, vier Jahren. Der ist nicht mehr existent. Vor drei, vier Jahren hat er es mal, also als die Bayern damals die Champions League gewonnen haben in der Corona-Saison, da hat er für mich seinen Zenit erreicht. Da war er wirklich Weltklasse, absolut. Aber gut, dann hat er natürlich auch immer wieder Verletzungen gehabt, war natürlich auch immer sehr anfällig in den letzten Jahren, aber der hat nie wieder geschafft, seine Form zu finden. Ja. Ja, und das ist, bei Kimmich geht's auch abwärts die letzten Jahre. Gnabry auch ein einziges Auf und Ab. Der einzige, den man da im Moment noch rausstellen kann, ist Sané. Also an dem lag es wirklich nicht in dieser Saison, muss man sagen. Boah, wobei man auch sagen muss, dass der auch so, also gerade in der Defensivarbeit, und die gehört nun mal da dazu, ja, hat er so seine großen Momente des Nichtstuns, des okay, aber offensiv kann man ihm, finde ich, nichts vorwerfen diese Saison. Der war an sehr, sehr vielen Toren beteiligt. Er macht seine Vorlagen. Er ist aber teilweise auch zu aufwendig, zu eigensinnig und trifft einfach nicht die richtigen Entscheidungen. Ja, und hat viel zu viele Frisuren pro Saison. Ja, das ist mir ja scheißegal, solange der die nicht blondiert. Achso, das ist jetzt hier auf einmal egal. Ja, solange der die nicht blondiert, ist mir das eigentlich egal. Wenn der Weltklasse ist, dann soll er von mir aus jede Woche eine neue Frisur haben. Ja, gut. Okay. Aber ist er halt nicht aktuell. Das bringt, also sie bringen alle die PS nicht auf die Strecke. Herr Doktor der Mode. Ja, das sieht man doch. Ich trage hier den heißen Scheiß. Oh, stimmt. Ich trage hier den heißen Scheiß. Stimmt. Aber.
Ja, also für alle Podcast-Hörer, die es gerade nicht sehen konnten, was Michael Strohmeier da gemacht hat, er hat gerade die Hose geöffnet. Nein, kleiner Spaß, er hat unser... Das ist der heiße Scheiß. unser neues Comeback-Shirt an. Furebo ja. hat geliefert, wie man so schön sagt. Sollte entweder heute oder in den nächsten Tagen bei euch ankommen. Ich habe es leider noch nicht, liegt aber in dem Fall nicht an Furebo, sondern die Packing-Rate bei DHL ist ein bisschen zu hoch und kommt wahrscheinlich morgen. Ja, also wenn ihr es schon habt, freuen wir uns natürlich über Posts und Instagram-Stories mit unseren mit uns markiert. Mein Gott, deutsche Sprache auch schon verloren in der letzten Woche. Zeigt uns was. Show us what you got. So. Ja. So, jetzt müssen wir aber natürlich drüber sprechen. Wir haben den Status quo des FC Bayern festgestellt. Aber was passiert jetzt? Erstmal ist natürlich für mich die Frage, bleibt Tuchel überhaupt bis zum Ende der Saison? Weil das würde ich mal in höchste Zweifel stellen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das bis zum Ende der Saison funktionieren soll. Thomas Tuchel kann unmöglich unter diesen Voraussetzungen, wo jetzt alle wissen, der ist im Sommer weg. Es gab vorher schon Probleme. Und die Spieler werden keine anderen sein am morgigen Tag auf dem Trainingsplatz. Das sind immer noch die gleichen Gesichter, die alles miterlebt haben die letzten Wochen. Wie in Gottes Namen soll Thomas Tuchel aus denen auch nur noch 1% Leistung rauspressen? Ja. Also ist das, für mich das kann nicht nur vorstellbar. Passieren, das kann nur passieren, wenn alles, was berichtet wurde, und es wurde viel Scheiß berichtet, ne? Ich erinnere mal an wie heißt der? Ricardo Basile hat ja mitgeteilt, dass er aus der Kabine gehört hat, dass Tuchel gesagt hat, ja, ich habe euer Niveau überschätzt, deswegen muss ich mich jetzt auf euer Niveau herunterbegeben, was ja dann so ein bisschen auch als Ente oder als Falschinformation dargestellt wurde. Das heißt, weiß man ja auch nicht, ne? Also, dass Bayern dann sagt, das ist eine Ente, das ist mir schon klar, ne? Ja, aber es ist viel Unruhe da. Und das heißt, wenn das aber alles gar nicht so wirklich so ist, sondern nur vielleicht von ein oder zwei Spielern kommt, die da unzufrieden in ihrer Situation sind, dann kann es natürlich sein, dass da jetzt sich Leute den Arsch für aufreißen und sagen, nee, wir sind Vollprofis, wir wollen ja auch später noch eine Rolle spielen und deswegen reißen wir uns jetzt den Arsch auf und zeigen, dass es nicht so ist. Wir spielen ja nicht gegen den Trainer. So, aber es, kann aber ja auch es muss ja gravierende Probleme geben, sonst wären sie ja nicht in der jetzigen Situation. Ne? Ja. Also wie die jetzt gelagert sind, okay, das kann natürlich von außen keiner sagen, der nicht mit in der Kabine sitzt, das ist schon klar. Aber die Probleme, die muss es ja geben. Also wenn das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer top wäre, dann hätte man heute nicht Thomas Tuchel rauswerfen müssen. Ja, das stimmt. Also du sprichst die ganze Zeit von Rauswurf. Ich sage, er wird einfach vor Ablauf seines Vertrages freigestellt. Ja gut, aber... Weil er ist noch da. Ja, natürlich ist er noch da, aber er hat ja auch noch Vertrag bis 2025. Das heißt, ein Rauswurf ist es ja schon. Ja, nein, es ist eine Beendigung. Das ist ja kein, also ich finde, Rauswurf ist etwas für mich. Da lege ich mich fest, das ist jetzt. So, wenn ich jemanden rauswerfe, dann... Ich kann ja, also wenn ich sage, du gehst, also wir wohnen zusammen. So, du verlässt aber zum 30.06. meine Wohnung. Dann werfe ich dich nicht raus, sondern ich werfe dich am 30.06. raus. So. Ja gut, okay. Aber dann... passt es vielleicht zu dem, worauf ich hinaus wollte, dass ich nicht glaube, dass das bis zum Sommer, also bis zum Ende der Saison gut geht, weil die Leistung wird jetzt nicht besser werden dadurch. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, die Ergebnisse werden so schlecht bleiben. Man wird am Ende ohne Titel dastehen und auf dem Weg dahin, am Ende ohne Titel dazustehen, wird man noch einige Auftritte wie den gegen Bochum wieder hinlegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man beim FC Bayern dann tatenlos weiter zusieht, wie man Woche für Woche schlechte Spiele hinlegt. Das glaube ich nicht. Da wird dann irgendwann die Kurzschlussreaktion kommen, wo man sagt, Thomas Tuchel, tut uns leid, das geht nicht mehr bis zum Sommer, wir müssen vorher Schluss machen. Da übernimmt jetzt irgendein Interim bis zum Ende, damit die Saison ohne große Blamagen dann vielleicht noch zu Ende gebracht wird. Weißt du, was ich gerade gehört habe? Ich höre noch mal hin. Ja, ich höre es, Graugänse. Graugänse im Anflug auf München. Ja, aber warum sollte Hansi Flick das jetzt machen? Interim. Ja, er hat doch Zeit, der gute Mann. Ja, aber Hansi Flick hat doch jetzt einen neuen Berater. Der hat doch jetzt hier diesen Zahavi. So, das heißt, das ist ja schon ein klarer Move dahin, dass er international irgendwo untergebracht werden will. Wie Jogi Löw.
Ja, aber der hat ja nicht diesen Sahavi als Berater. Nee, also der, für mich ist das schon ein ganz klarer Move dahin, dass Hansi Flick irgendwas international machen will. Vielleicht Barcelona. Na, vielleicht wird noch ein anderer Posten frei. Das ist das, was Hansi Flick will. Weißt du, was sie bei Barcelona dann spielen? Flicky Flacker. Meschke und Ganz. Oh Gott, ein ganz besonderer Club. Ein ganz besonderer Club. Ja, Hansi Flick ist natürlich mein erster Call, aber glaube ich tatsächlich. Ja, aber wer soll's machen? Wir können ja mal ein bisschen spekulieren, wer es denn dann im Sommer sein könnte, der dann fest das Ganze übernimmt. José Mourinho ist ein Name, der häufig genannt wird. Ja, also und Xabi Alonso. Zinedine Zidane ist auch immer wieder Thema. Der hätte auch das richtige Format. Ich bin ja ein großer Fan, oder nee, andersrum. Ich glaube, dass mittlerweile die Generation Spieler, die jetzt kommt, nachkommt oder die jetzt da ist, so typische Gen Z halt, ne? So, ich muss gepampert werden, ich brauch Puder im Arsch. So, dass die Spieler, dass die Trainer brauchen, die was am Ball können. Xabi Alonso spielt ja beim Training selber quasi mit. Der schlägt ja ab und zu mal hier eine Flanke, da mal einen Pass. Das heißt, den kennen die wissen, die haben den spielen sehen, die wissen, was der kann. Und der zeigt es denen auch auf dem Platz. Und Thomas Tuchel ist wirklich sehr weit weg von jemandem, dem man zutrauen kann, mit dem Ball irgendwas anzufangen, außer sich was zu brechen. So, und Zinedine Zidane ist ja das Nonplusultra. Aber der wird ja auch nicht jünger, ne? Der kann ja auch nicht ewig um Platz die Zidane machen. Der soll ja nicht mitspielen. Aber da weiß man, dass das kann. Ich glaube ehrlich gesagt, Xabi Alonso ist fußballerisch immer noch deutlich besser als die schlechtesten im jetzigen Leverkusen-Kader. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass Zinedine Zidane, und da spreche ich mal so aus eigener Erfahrung, so ein, zwei Bälle kann der noch schlagen. Ja, klar, weil der macht mittlerweile viel mit Auge, weil der ist ja auch keine 30 mehr. in den Trainingsspielen spielt er mit, aber als Libero. Ja, genau. Ja, Zinedine Zidane wäre ein Name mit Format, könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Aber wartet der nicht mal wieder drauf, dass bei Real Madrid was frei wird? Ja. Also bis Carlo Ancelotti mal endlich in die verdiente Rente geht. Einen Namen könnten wir von der Liste seit dieser Woche streichen. Und das ist jemand, der jetzt im Knast ist. Steffen Baumgart, ja, tut uns leid, in Hamburg verhaftet worden. Steht jetzt erstmal nicht zur Verfügung. Oh, das ist so krank, ne? Also da haben sie da ein Foto mit dem gemacht, wie er da quasi mit den Händen auf dem Rücken steht und es sieht so aus, als wird er da gerade von den Verantwortlichen des HSV abgeführt. Ja, von zwei Fahrradpolizisten. Verhaftet wegen Sexy, ey. Verhaftet wegen Schirmmütze. Darf er dann eine Schirmmütze tragen? Oder kriegt er dann so eine Matrosen? Ja. Mütze aufgesetzt. So, hier, das ist jetzt deine Kopfbedeckung. Schiebermütze ist doch das, was Hafenarbeiter auch immer getragen haben. Das passt doch zum HSV. Ja, aber vielleicht. Oder kriegt ihr einen Fahrradhelm wie der Helmpeter vom HSV. Der Helmsteffen. Steht ja da immer im T-Shirt und Fahrradhelm. Ja, mit so einem Fahrradhelm, aber offen, nicht mal zugemacht. Ja, das sieht immer so ein bisschen offen nach geistiger Behinderung aus. Naja. Wie sehr hast du befürchtet, dass ich einen anderen Namen nenne, als ich gesagt habe, einer steht nicht mehr zur Verfügung? Ja, bei Knast habe ich jetzt... bevor ich Knast gesagt habe. Achso, steht nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Wer ist denn irgendwo... Jemand, der auch bekannt ist für nette Geburtstagsgrüße. Also, rest in peace, Andi Brehme. Das ist natürlich auch ein tragische Geschichte, ne? Also, bei Franz Beckenbauer ist, glaube ich, nicht pietätlos, wenn man sagt, das war irgendwann zu erwarten. Der war nicht mehr gut zurecht. Bei Andi Brehme kam es ja doch dann sehr überraschend. Ich hatte tatsächlich so ein bisschen die Angst, dass du die Angst hattest, ich würde mich auf dieses Terrain wagen, was ich jetzt übrigens gerade getan habe. Unmöglich halte ich hier sowieso nichts in dem Format. Also von daher alles in Ordnung. Aber rest in peace natürlich an der Stelle. Ja, aber lass uns mal nochmal sprechen über den wahrscheinlichsten Kandidaten, den man jetzt probieren wird zu bekommen, nämlich Xabi Alonso. Also ich glaube, das ist gerade der Staatsfeind Nummer 1 an der Säbener Straße und den will man für sich gewinnen.
der war schon mal da, der ist mit Leverkusen unfassbar erfolgreich, der würde genau für das stehen, was man wieder selber im Verein haben will. Den will man bekommen, aber man wird sich da mit Liverpool höchstwahrscheinlich duellieren müssen. Ja, und dann würde wahrscheinlich, also wenn Xabi Alonso die Zeitungen verfolgt, dann wird die Entscheidung jetzt gefallen sein. Weil diesen Affentanz beim FC Bayern München, die sich denen anzutun, also wenn du nach Liverpool gehst, dann weißt du, die Presse wird die ganze Zeit irgendeinen Quatsch erzählen und du wirst die ganze Zeit unter Druck sein. Das ist ja auch so eine Sache, die Jürgen Klopp ja auch angeführt hat, dass er gesagt hat, so, boah, ey, das ist einfach ein Druck, der hier herrscht, das will ich nicht mehr. So, aber das ist halt Druck von außen. Bei Bayern, da merkt doch Xabi Alonso, oder da kriegt doch Xabi Alonso jetzt gerade vorgelebt, so, ey, da schießen sie von allen Seiten. Da schießt die Mannschaft, da hält keiner dicht. So, die versuchen alle irgendwie ihr eigenes Süppchen da zu kochen. Hab ich da Bock drauf? Für weniger Geld als bei Liverpool? Nee. Ja, und ich da lieber Weltstars. Und vor allem muss man ja sagen, wie wir vorhin schon erklärt haben, der Kader ist im Umbruch. Das heißt, die Aufgabe, den Kader wieder hinzukriegen im Sommer, die ist natürlich viel, viel größer. Also der Scherbenhaufen ist viel, viel größer, den er in München zusammenkehren müsste, als das, was Jürgen Klopp in Liverpool hinterlässt. Ich glaube, Jürgen Klopp hinterlässt eine ziemlich homogene Mannschaft in Liverpool, die man gut weiter die nächsten Jahre betreuen und ausbauen kann. Aber in München, boah, da muss schon erstmal die Kehrmaschine durchfahren, damit man da wieder Richtung Erfolg denken kann. Andersrum könnte es natürlich auch sein, dass genau das der Reiz für ihn ist, ne? Dass er sagt, so, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, was Neues aufzubauen. Dritte Option, die natürlich jetzt aus, wenn man rein karrieretechnisch und auf den Zeitpunkt blickt, etwas unrealistisch ist, ich mir aber irgendwie ein Stück weit wünschen würde, ist, dass er bei Bayer Leverkusen bleibt. Nicht, weil ich ein großer Bayer Leverkusen-Fan bin, was ich nicht bin, sondern einfach, weil er tust da du das gerade denn so? Weil ich hier wohne. Dann nehmen Leute so, immer an. Muss man sich distanzieren. Ja. Wohnorttechnisch auch bald. Dann hat er jetzt ja was aufgebaut und hat die Möglichkeit, das irgendwie weiterzuführen. Also er hat jetzt die Möglichkeit, da etwas zu schaffen, weil die Zusammenarbeit mit dem Management ist ja offensichtlich auch sehr, sehr gut. Er bekommt Spieler, die zu dem passen, also Scouting ist wahnsinnig gut, er bekommt Spieler, die zu seinem Spielstil passen, ohne dass man dreistellige Millionenbeträge aufrufen muss. Und das ist auch irgendwie etwas, so dass das vermisse ich dann irgendwie in der Betrachtung, so ein gutes Arbeitsumfeld mit Erfolg gepaart, wo er sich noch ein, zwei Jahre austoben kann, bevor er dann wirklich den Schritt macht. Ja, aber da ist dann natürlich wieder die Gefahr, sind dann solche Trainerstühle wie Liverpool oder FC Bayern dann in dem Moment frei, wenn er dann nach den zwei, drei Jahren, wo du sagst, wo er sich noch ausgetobt hat, sind die dann in dem Moment frei? Es ist halt alles eine Frage des Timings am Ende, ne? Ja, in Spanien wird sicherlich ein Trainerplatz für ihn frei. Ja, ASAP. Aber vielleicht sagt er eben, ich habe so eine Verbindung noch zu Liverpool, zum FC Bayern, wo ich selber war als Spieler. Das wäre mir lieber. Ne? Also vielleicht übernimmt der Schalke 04 als Herausforderung. Klar, das will ja nicht mal Raoul. Der hat ja schon abgesagt, Schalke. Damals. Raoul, für mich immer noch der legitime Xabi Alonso-Nachfolger bei Leverkusen. Ich werfe das hier nochmal ein. Es ist mir ein bisschen untergegangen vor zwei Wochen, als ich das schon mal erwähnt habe. Hier. Ja. Der Mann ist gerade Trainer bei der zweiten Mannschaft, glaube ich, von Real Madrid. Der hat quasi die gleiche Vita wie Xabi Alonso, als er bei Leverkusen angefangen hat. Das wäre quasi, ne, also man würde im Flow bleiben in Leverkusen. Man könnte dann langsam drüber nachdenken, den Verein spanisch umzubenennen oder so. Ja. Bayer aber dann wie Baller geschrieben, weißt du? Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Leverkusen dann aber nicht mit S, sondern mit einem C und so einer Tilde darunter. Ja. Viva la Ibuprofen. Ja, selber Werdegang und so, aber da bin ich jetzt zu uninformiert, was Raoul für Fußball spielen lässt, als dass ich da wirklich eine zuverlässige Aussage tätigen kann. Geilen spanischen Fußball.
Ja, das weißt du ihm hundertprozentig nicht, sondern sagst es einfach so. Ja gut, er hat die spanische Fußball-DNA. Also was soll das für ein Fußball sein? Es ist natürlich immer ein Fußball, der sehr technisch geprägt ist. Jeder Spanier trainiert gleich. Jeder Spanier spielt den gleichen Fußball. Und zwar spanischen Fußball. Jeder in den Bums des spanischen Fußball spielen. Ja. Alles spielt, wie ich sag. So ist es. Ob du spanisch bist und nicht. Wir werden es ja dann im Sommer sehen, wo die Reise hingeht. Ja, lass uns vielleicht mal einen Haken machen ans Thema FC Bayern und Thomas Tuchel, weil quasi eine halbe Stunde oder vielleicht ein, zwei Stunden, bevor wir aufgenommen haben, kommt hier das nächste Top-Thema auf den Tisch. Rabatz. Und zwar, ich zeig's mal gerade in die Kamera, für die, die den Podcast hören und es nicht sehen können, das ist der kleine gelbe Bestrafer für die DFL. Der hat nämlich dafür gesorgt, dass der Investorendeal vorbei ist. Deal geplatzt. No das Deal für die DFL. Die Tennisbälle haben gesiegt. Das letzte gelbe Pelzige, was derartig eingeschlagen ist, war Pikachu. Donnerblitz auf Aki Watzke. Ja, da wurde aber der Donner losgelassen. Naja, man muss sagen, also die Deals, die jetzt anberaumt wurden, sind geplatzt. Ist natürlich nicht für alle Zeiten, das stimmt schon, aber so wie man es jetzt geplant hatte in der Runde, die abgestimmt war mit den Vereinen, diese Investoren-Deal-Runde ist geplatzt. Ja, ist für mich persönlich ein bisschen ärgerlich, weil ich muss jetzt zusehen, dass ich die 30 Mähroboter, die jetzt bei mir in der Wohnung stehen, die ich in Leverkusen ins Stadion schleusen wollte, dass ich die jetzt irgendwie zurückschicke. Also man muss dazu sagen, wir waren ja schon kreativ, aber wir waren nicht so kreativ wie die Realität. Und das geht auch nochmal lobend raus an alle Menschen, die sich da organisatorisch beteiligt haben. Wir haben ja schon gesagt, es ist wunderbar, dass es Proteste sind, die gewalt- und beleidigungsfrei auskommen, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Dann haben wir nach den Tennisbällen haben wir ferngesteuerte Autos gesehen. Was war so gut? Das ist so witzig, ist diese Autos, die dann auf beiden Seiten auch fahren können. Aber können wir mal kurz drüber sprechen, dass der Ordner, der die beseitigen wollte, die Autos nicht einfach in die Hand genommen hat und weggetragen hat, sondern versucht hat, die runter zu kicken vom Platz? Ja. Aber dann kam ja noch die Steigerung bei, ich glaube, Rostock war es. Oder Paderborn. Mit den Flugzeugen. Nein, die Steigerung war an dieser Stelle, wie immer der Hinweis, unsere Show gibt es auch auf Social Media. Trucks. Auf Instagram und TikTok haben wir regelmäßig Clips, Memes, Community-Content und vieles mehr für euch. Also lasst gerne den Follow da, liked euch den Daumenbund und ballert in die Kommentare. Danach kann der Dino mit dem Fritz und Strom, die Fußballshow. Und dann kam einfach ein fucking Modellflugzeug. Es ist wirklich unfassbar. Nee. Ich liebe alles daran. Bitte, liebe DFL, holt den nächsten Investoren-Deal ran. Ja, ich will noch mehr geile Proteste sehen. Wirklich, ich möchte noch mehr sehen. Also so Mähroboter wäre jetzt noch so ein Ding für mich. Aber die sind zu langsam. Die sind schnell einholbar. Ja, vor allen Dingen Sachbeschädigung ist da ein Thema. Ne? Also vielleicht einen Saugroboter nehmen. Ja, auch zu langsam. Auch langsam, ja. Wir brauchen was Schnelles. Aber gut, da können wir uns ja dann Gedanken machen, wenn das nächste Thema auf dem Tisch ist bei der DFL. Aber ja, man kann sagen, jetzt der ausschlaggebende Grund, gut, das wird niemand im Endeffekt zugeben bei der DFL, aber auf jeden Fall ein Grund dafür, dass dieser Deal durch ist, sind diese Proteste. Also die Fans, kann man sagen, haben am Ende gewonnen. Ja, als Investor willst du natürlich, wenn du irgendwo einsteigst, auch dein Image aufpolieren und damit werben, dass du das tust. Und geräuschlos möchte man vor allen Dingen agieren. Ja. Und geräuschlos ist nicht akzeptiert worden. Und das Thema wird überall diskutiert und es wird dann ja auch überall gesagt, statt zu protestieren, geht doch lieber in den Verein, da könnt ihr das wenigstens abstimmen. Aber als die Entscheidung getroffen wurde, waren die Jahreshauptversammlungen ja teilweise schon durch. Das heißt, in dem Zeitraum, wo entschieden wurde, hätte man die Mitglieder gar nicht mehr fragen können. Das heißt, die Vereine haben dann nach Gutdünken entschieden. Und ich glaube, das größte Abweichen zwischen Vereinsentscheidung und Fans war immer noch Hannover 96. Ja, mit Lord Voldemort des Fußballs, Martin Kind. Lord Voldekind. Ja. Der einfach gesagt hat, ihr wollt das nicht? Ist mir doch egal. Ich stimme doch ab. Ich sag ja. Wisst ihr, was ich... Entschuldigung, ich investiere zwar genau in diesen Bereich, aber ich höre euch nicht. Ja, ist mir doch egal, was ich stelle meine Hörgeräte einfach auf Null. Bleibt wieder auf Null, aber mal anders. So. Ja.
Ja, das war natürlich, also ja, das ist fast die Krone des Ganzen auf jeden Fall gewesen. Ja. Auch legendäre Hart-aber-fair-Runde. Vorgestern war es, ne? Also, Markus Babbel in der Runde. Hat einfach ein anderes Demokratieverständnis als wir. Ja, das ist nicht gut. Ja. Aber der Hammer war für mich Markus Babbel in dieser Runde. Also wer das gesehen hat, die Hart-aber-fair-Runde, Markus Babbel ist der Wahnsinn gewesen, der es geschafft hat, unfreiwillig das ganze Problem auf den Punkt zu bringen. Also der es geschafft hat, so uninformiert zu sein, dass er unfreiwillig das Problem auf den Punkt bringt. Da war Music Friday im Kopf. Er hat einfach nachgefragt wie ein Kind, also nicht wie ein Martin, sondern wie ein Kind. Einfach naiv nachgefragt, so, Moment mal, also die Leute wollen das nicht. Ja, aber warum entscheiden die Vereine das denn dann? Ach so. Ja, aber das ist ja dann ein Problem. Die haben die gar nicht gefragt? Ja, was? Da muss ich sagen, natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen, es ist nicht der Doppelpass, wo man ohne Hintergrund hingehen kann und ab und zu mal das eine oder das andere sagt und das reicht für einen Applaus, sondern da wird halt schon, vor allen Dingen die Fanseite ist wirklich sehr stark besetzt gewesen, auch mit sehr starken Meinungen besetzt gewesen. Und da habe ich ein sehr lustiges Meme gesehen. Da sieht man so diese Tische mit drei links, vier rechts, wo Markus Babbel noch links saß. Und zu Beginn der Sendung und dann zum Ende der Sendung wurde Markus Babbel einfach nach rechts einsortiert, sodass er dann da sitzt. Ich stelle mir auch so lustig vor. Ich meine, da gab es natürlich keine Werbeunterbrechung, aber das dann so nach der Werbepause guckt man so und dann sitzt Markus Babbel so auf der anderen Seite so. Argumentativ die Seiten gewechselt. Ja, war wirklich stark, muss man sagen. Also auf der einen Seite, ja, vor allen Dingen Nico Heimer kann man da, denke ich, erwähnen von Calcio Berlin. Liebe Grüße an der Stelle. Das war wirklich sehr, sehr kompetent dargestellt alles und hat, finde ich, perfekt gezeigt, wie die Seite der Fans denken und dass es eigentlich völlig logisch ist, was die Seite der Fans denkt. Ja, und Martin Kind da wirklich, ja, teilweise argumentativ bloßgestellt. Das ist schon wirklich stark gewesen. Gönnt euch, wenn ihr X, formerly known as Twitter, wenn ihr das habt, gönnt euch den Hashtag hart aber fair und schaut euch die Memes an. Ey, ich habe mich teilweise, und das kann ich auch hier ganz öffentlich so sagen, bepisst. ein Beispiel, so man sieht mal. Aber du hast dich dann mit Matchday Nutrition wieder so aufgefüllt, absolut, dass dein dein Wasserhaushalt wieder aufgefüllt war, oder? Hier wird die ganze Zeit hydratiert, ne, weil ich mich nämlich regelmäßig einuriniere, wenn ich was Lustiges sehe. Und die Stromberg-Memes waren großartig. Man sieht einfach erst Martin Kind, wie er so zuhört. Ich weiß gar nicht, wer da gerade geredet hat. Und dann fadet so das Gesprochene aus und dann hört man auf einmal Bernd Stromberg so in seiner Inner Voice reden, so dass er gut davongekommen ist. Es ist herrlich. Es sollte mich wundern, wenn da noch was nachkommt. Es war wirklich, wirklich herrlich. Auch das hat am Ende dazu geführt, dass dieser Deal gescheitert ist und die Fans gewonnen haben. Also das ist wirklich, muss man sagen, da kann sich die Liga echt auf die Schulter klopfen und man hat echt nochmal unterstrichen, wofür die Bundesliga steht. Und diese Bundesliga steht eben nicht dafür, dass man da finanziell den großen Ligen hinterherhechelt und das wurde auch schön in der Sendung erklärt, nicht die Premier League in England als positives Beispiel nimmt, weil da haben die Investoren natürlich dazu geführt, dass die ganze Fanszene fast erstickt wurde. Die Leute können es sich kaum noch leisten, da ins Stadion zu gehen, weil natürlich alle Preise dann gestiegen sind über die Jahre, wo die Investoren immer mehr Geld investiert haben, wollen die natürlich auch wieder Geld zurückhaben, also steigen die Preise. Das war Gift für die komplette Fankultur in England und völlig nachvollziehbar, dass wir das hier nicht wollen. Ja. Ein fand ich übrigens auch gut, die haben nämlich auch den Chat gekapert von der Sendung. Es gibt ja so ein während der Sendung so ein Online-Chat. Und da schrieb dann jemand mit dem Namen Lord Voldemort. Ich kann Martin Kind völlig verstehen, ich kriege auch Morddrogen und die sind nicht in Ordnung. Oder Harry Potter hat das geschrieben, weil Harry Potter war ja als Plakat da, weil der... Ja, als Austausch von Martin Kind dann, ne? Ja, weil der Typ der dieses Investoren-Konglomerats, CVC, glaube ich, heißt mit Nachnamen Potter. Ja. Und deswegen haben sie dann Harry Potter mit einer... als Fadenkreuz. Markiert. Mit einem Fadenkreuz. Vielen Dank. Ja.
Richtig, mit einem Fadenkreuz. Wie wir letztes Mal übrigens nicht auf Deadline Day gekommen sind. Stichtag wäre übrigens das deutsche Wort gewesen. Ah, stimmt. Ja. Und unsere Sprache ist so schön. Stichtag, ja. Ja, das ist im Moment der Stand der Dinge. Ich gucke jetzt nur mal gerade mit einem Auge, haben wir irgendwas am Spieltag noch vergessen? Leverkusen gewonnen in Heidenheim, weiter absolut Richtung Meisterschaft unterwegs. 8 Punkte sind es jetzt. BVB gestolpert in Wolfsburg. Wie kann man so blöd sein? Auch gegen PSV scheiße gespielt. Elfmeter unverdient, aber kacke gespielt. Stuttgart gewonnen. Stuttgart auf dem Weg, die Bayern einzuholen. Ja, das stimmt. 4 Punkte sind es nur noch. Mainz hat gewonnen. Das erste Mal seit, ich glaube, an Beginn der Zeit. Mit neuem Trainer. Ach, stimmt. Bo Henriksen. Bo. Die Bo-Geschichte müssen wir aber am Sonntag nochmal aufgreifen. Ja, das ist jetzt mal. Er wird ja noch ein bisschen da sitzen. So. Und mit Blick auf die Uhr, dieses Bo-Thema, das müssen wir noch ein bisschen mehr ausbreiten. Augsburg mal wieder verloren, ne? Weil es geht ja nicht gegen Gegner, gegen die man verlieren müsste. So. Richtig. Werder Bremen weiter im Höheflug, ne? In Köln gewonnen. Werder Bremen mit Serie jetzt Richtung Geil auf einem seltsamen Platz 7. Werder Geil Richtung Europa. Ja, Werder Geil einfach, ja. Ja. Ja, das waren so die großen Dinger vom Spieltag, damit wir das zumindest einmal erwähnt haben hier an der Stelle. Und bevor wir jetzt hier gleich Schluss machen, haben wir doch noch was für euch. Gut, wir haben natürlich keinen klassischen Fanclub am Ende, weil wir hatten natürlich jetzt keine Gelegenheit, euch nochmal zu fragen, was ihr so für Fragen habt. Deswegen habe ich ein Thema mitgebracht für euch am Ende, was ich euch einfach präsentiere in dem hier. Der Fanclub. Der Fanclub. Und zwar, schöne Geschichte aus den Niederungen des deutschen Fußballs. Schön. Ich weiß nicht, wie oft ich da in den letzten Tagen markiert wurde und mir das geschickt wurde. Also vielen, vielen Dank an alle. Insofern ist es ja schon Community-Content hier. Ihr wolltet ja offensichtlich das Thema hier haben. In Bocholt ist was los, Also alle Autos sind fahrbereit, kann man sagen. Ja, das schon. Aber das ist auch noch das ist das Einzige. Also der erste FC Bocholt hat den Trainer am zweiten Tag vor der Trainer es, der zweiten ist anders. Entschuldigung. Ich kann es ja kurz vorlesen. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ich habe es auf Twitter auch gelesen. Der erste FC Bocholt schmeißt den Trainer der zweiten Mannschaft am Tag vor der Rückrunde raus, auf Platz 3 liegend. Daraufhin boykottiert das ganze Team das Spiel, will komplett den Verein wechseln. Danach baut der Trainer die gesamte Inneneinrichtung der selber eingerichteten Kabine ab und verschwindet. Ja. Also das heißt, das ist eine Entscheidung, ich sag mal so, vergleichbar mit Jürgen Klinsmann, der die Buddhas wahrscheinlich abgeräumt hat, als er gegangen ist. Das Geile ist, da gibt's einfach ein Foto noch dazu, wo man die Kabine sieht, wo überall Sägespäle rumliegen, eine Leiter noch stehen gelassen wurde und einfach nichts mehr drin ist. Ja. Aber zum Hintergrund muss man sagen, der Mann war 15 Jahre im Verein. Ja. Hat dem Club die Einrichtung gesponsert. Das heißt, er hat mit eigenem Schweiß und eigenem Geld das ganze Ding da eingebaut. Und er wurde per WhatsApp gekündigt. Das ist schon bitter, ja. So, und da hat er sich gedacht, okay, wenn mit dieser Art von Wertschätzung umgegangen wird, dann nehme ich einfach alles mit, was mir gehört. Und das ist einmal meine Kompetenz, das ist die Loyalität der ganzen Mannschaft. Und ach so, diese Kabine, die gehört auch mir. Also ist so ein bisschen wie so ein Rosenkrieg in einer Beziehung, ne? Wenn man sich in einer langen Ehe trennt und dann so in einer Nacht-und-Nebel-Aktion einfach die Hälfte der Sachen einpackt in der Wohnung und abhaut. Ne? Der Präsi, der sitzt dann da irgendwo in der Kneipe und dann fragt ihn der Wirt so, ja, wie sieht's aus, was ist los? Ja, ich habe mich jetzt gerade vom Trainer getrennt. Ja, da alles mitgenommen. Ich penne zu Hause nur auf der Matratze. Ich hab nichts mehr, alles mitgenommen. Ganze Kabine ist weg. Kannst du dir nicht vorstellen. Machst du dir keine Vorstellung. Dieses Foto dazu, das ist wirklich unfassbar. Überall einfach Sägespäle und sonst nichts mehr. Geisteskrank. Es ist so eine schöne Geschichte. Ich meine, stell dir mal vor, du kommst in so einem Verein auf die Idee, weiß ich nicht, irgendwie einen von der Thekencrew so rauszuschmeißen, dann nimmt er erstmal eine halbe Kühlhaus mit und die ganzen Fässer Bier sind weg dann. Ja.
Ja, ich lese hier gerade. Ich lese hier gerade fasziniert unter diesem Tweet die Antworten, weil ich das einfach so spannend finde. Der Mann, der dafür verantwortlich ist, wohl Christopher Schorch. Hat bei Real Madrid gespielt. Geschäftsführer Christopher Schorch. Und der hat bei Hertha mal bei Verhandlungen über seinen Wechsel einen Friseur mitgebracht. Ja. Seinen Friseur. Also wohl ein... Hat Jadon Sancho bestimmt auch, als er mit Edin Terzic gesprochen hat. Ein sogenannter Exzentriker. Moment, ich frag mal meinen Berater. Und der sitzt dann da so... Zip, zip, hm? Zip, zip. Ja, Seiten auf Millionenbetrag, würde ich mal sagen. Ne? Ja, beim Vertrag bitte die Seiten nochmal auf Null. Ja. Nämlich keine Klausel. Boah, oder gute Vorstellung, wie er den Vertrag nicht so zeigt normal, sondern wie diesen Spiegel beim Friseur so hinter ihm wird. So. Passt so? Passt so? So, okay. Warte kurz. Ja, und Jadon Sancho macht natürlich das, was jeder von uns da machen würde. Egal, wie es aussieht, sagen, jo, passt so. Ja, absolut. Ich bin auch so. Ich wachse da mittlerweile raus, weil ich ja seit mittlerweile 12 Jahren die gleiche Friseurin habe. Und jetzt war zum ersten Mal so, dass ich gesagt habe, aber man kann nicht mehr viel retten. Jetzt retten wir das Nötigste und warten, bis es rausgewachsen ist. Ja, du bist auch noch so ein richtiger Allmann, was Friseure angeht, ne? Zu einer festen Friseurin gehen. Absolut. Ich gehe zu einer festen Friseurin. Als Mann würde ich doch nicht auf die Idee kommen, nicht in einen osmanisch betreuten Barbershop zu gehen. Weil sie, Jungs, die können sich doch am besten um Männerhaare kümmern. Sie hat den Arbeitgeber gewechselt und ich bin mit. Ich fahre jetzt extra woanders hin, weil sie da ist. Meine Herren, kann mal bitte irgendjemand einen vernünftigen Barbershop in Leverkusen Michael Strohmeier mitteilen, damit der Mann mal versorgt wird? Wenn ich in einen Barbershop gehe, ja, die ja hauptsächlich für Bartwuchs auch zuständig sind, dann lachen die mich ja aus. Quatsch. Dann komme ich da rein und dann sagen die, ja, nee, ich gehe zu natürlich, ihr. Ich natürlich lachen ihr, die dich aus, weiß, weil du ein Weißbrot bist, aber ja, die Haare schneiden sie dir trotzdem gut. Ich gehe zu ihr, ich vertraue ihr, sie weiß, mit mir umzugehen und das ist mir viel wert. Ja, und da das ist wie Psychotherapie quasi. Ja, nur ein bisschen günstiger. Bisschen günstiger, ja. Es zahlt die Kasse zwar auch nichts, aber es ist günstiger. Ja. Terminfindung auch wesentlich einfacher. Das stimmt. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angekommen hier. Ja. Denn wir hören uns ja schon demnächst wieder. Allerdings kleine Einschränkung an der Stelle. Wir sind nicht am Sonntag für euch am Start, weil Michael Strohmeier streamingmäßig unterwegs ist. Kriegen wir das am Sonntag nicht auf die Kette mit der Aufnahme. Das bedeutet für euch, 24 Stunden später, wir nehmen am Montagabend auf und laden dann die Folge wie gewohnt zur gleichen Zeit, nur halt einen Tag später als Podcast und bei YouTube dann hoch. Aber bis dahin habt ihr ja zumindest schon mal eine kleine Zwischenfolge hier. Ja, und damit ich hier noch ein bisschen hemmungslos Eigenwerbung machen darf, am Sonntag ab 14 Uhr schon wird das... ich werde mir Matchday-Boost reinziehen, damit alles kribbelt. Am Vorabend schon, ja. Also, am Sonntag werde ich ab 14 Uhr, spätestens 14.30 Uhr, die Mockies Pro Clubs League Playoffs streamen. Das ist ein komplettes Event mit Gruppenphase, dann die Halbfinals und dann noch das Finale. Das war komisch, Max, was du da gerade gemacht hast. Und es hat nicht geklappt. Die YouTube-Zuschauer freuen sich jetzt. Es geht bis wahrscheinlich halb 10 Uhr. Also schaut doch im Laufe des Tages gerne mal rein. Ich habe eine sehr große Leidenschaft für das Kommentieren von Pro-Clubs entdeckt, wenn ihr sagt, ja, das gibt mir irgendwie nichts, wenn ihr da zuschaut, ich sag's euch, dann gibt's euch was. Das nimmt einen mit, das hat viel Tempo, viel Leidenschaft und gutes Gameplay. So, am Sonntag. Könnt ihr machen. Stroh-Meier auf Twitch, wie immer, ihr wisst es doch. Können wir ja auch bei Fritz und Stroh mal in die Story packen, dann sehen die Leute das und können dann entsprechend einschalten. Einfach mal reinschauen. Podcast-Folge dann einen Tag später für euch am Start. Ja, in diesem Sinne. Haut rein, Leute. Schönes Wochenende und wir hören uns und sehen uns am Montag. Tschüssi. Und wie immer am Ende ein kleiner Hinweis. Unsere Show gibt's in voller Länge sowohl als Podcast als auch bei YouTube. Also, bis zum nächsten Mal. Das war Fritz und Stroh, die Fußballshow.